Stopp. Wenn ich einen Kauf oder Verkauf mit Stopp durchführe, dann will ich in der Regel, dass erstmal nichts passiert. Typischer Anwendungsfall die Stop-Loss-Order, die mir dabei helfen kann, Verluste zu begrenzen. Wie geht das? Ich setze eine Verkaufsorder mit einem Stop unterhalb des aktuellen Kurses des jeweiligen Wertpapiers. So, wenn der Kurs jetzt oberhalb bleibt, dann passiert nichts. Wertpapier bleibt in meinem Depot. Wenn der Kurs auf oder unter den Stop fällt, dann wird der Verkauf ausgelöst. Und ich kann auf diese Weise einen Teil meiner Gewinne absichern oder mich vor Verlusten schützen. Das kann ich umgekehrt in der Stop-Order natürlich auch zum Kaufen nutzen. Dann kann das sinnvoll sein. Ich kaufe ja dann oberhalb des aktuellen Kurses. Das nutze ich typischerweise dann, wenn ich glaube, dass mit Erreichen dieses Kurses ein neuer Aufwärtstrend beginnt. Wissenswert noch, im Scalable Broker ist eine Stop-Order 360 Tage lang gültig. Wenn innerhalb dieser Zeit der Stop nicht erreicht wird, dann verfällt die Order.